überfüllte Bahn oder überfüllter Bus. Irgendwie kriegt man sich ja immer noch reingequetscht. Aber klar ist, am iPhone, da funktioniert das eher weniger. Ist der Speicher voll, dann geht einfach nichts mehr. Und wenn du gerne filmst, dann geht es schneller, als man denkt. Noch dazu, wenn du vielleicht in dem hochaufgelösten Apple ProRes-Format aufnehmen möchtest. Da ist dann auch tatsächlich ab einer gewissen Auflösung ein externer Speicher erforderlich. Und wenn du jetzt sagst, externer Speicher am iPhone, tatsächlich kannst du an dein iPhone eine SSD anschließen. Ich zeige dir hier mit der Samsung T9, dem Modell mit 4 TB, wie einfach das funktioniert. Los geht's! ProRes mit 60 Bildern pro Sekunde, das bedeutet beeindruckende Qualität mit dem iPhone und ist gerade bei schlechtem Licht perfekt für die spätere Weiterverarbeitung. Das bedeutet aber auch eine ganz schöne Datenmenge, du musst mit rund 6 GB Videomaterial pro Minute rechnen. Und das kannst du nur auf eine separate SSD aufnehmen. Die Samsung Portable SSD T9 ist dazu perfekt und übrigens auch eine der wenigen, die mit dem iPhone überhaupt kommunizieren kann. Denn die meisten SSDs benötigen mehr Strom, als das iPhone abgibt. Und da zieht das Apple-Smartphone logischerweise direkt den Stecker. Die Installation der SSD ist super einfach, denn de facto gibt es gar keine. Was du brauchst, ist logischerweise dein iPhone und du brauchst die SSD mit einem USB-C-Kabel. Und du steckst dann einfach das USB-C-Kabel bei deinem iPhone unten ein und die SSD wird in der Regel sofort blau zu leuchten beginnen, was bedeutet, sie ist startklar. Das ProRes-Format musst du am iPhone aber erst einmal aktivieren. Geh dazu in die Einstellungen und geh zur Kamera-App. Hier benötigen wir den Formate-Bereich. Wenn wir schon da sind, kannst du erstmal auch für deine Fotos die beste Qualität einstellen. Lege hier den Schieberegler bei ProRAW auf grün. Im Abschnitt Videoaufnahme aktivierst du nun Apple ProRes. Die Codierung steht standardmäßig auf HDR. Das ist dann perfekt, wenn du ein vorkorrigiertes Video mit maximalem Tonwertumfang haben möchtest. Profis können hier auch mit Log filmen für maximale Kreativität. Damit bekommst du komplett unkorrigierte Rohdaten, die müssen aber immer im Nachgang farblich angepasst werden. Sind diese Einstellungen erledigt, steht ProRes ab sofort im Videomodus deiner Kamera-App zur Verfügung. Beim Dateisystem, da unterstützt die Samsung T9 ExFAT. Das ist besonders bei großen Datenmengen, wie sie eben mit Apple ProRes Videos anfallen, richtig gut. Wenn du Mac-Besitzer bist, kannst du sie aber jederzeit natürlich auch im macOS-Dateisystem formatieren. Das funktioniert genauso. Bei Windows-Usern aufgepasst, NTFS kann das iPhone zwar lesen, aber kann nichts drauf schreiben. Das heißt, das funktioniert nicht. In Sachen Datentransfer, da schafft die Samsung T9 übrigens bis zu 2000 MB pro Sekunde. Das ist richtig flott und reicht auch wirklich für große Videoprojekte. Die Samsung Portable SSD T9 ist dazu eine wirklich clevere Speichererweiterung für dein iPhone. Über die Dateien-App ist sie im Durchsuchenbereich aufgelistet und kann einfach erkundet werden. Über die übliche Verteilen-Funktion an deinem iPhone kannst du somit megafix Daten aus deinen iPhone-Apps auf diesen Datenträger kopieren und musst nicht über die iCloud gehen. Umgekehrt klappt das natürlich genauso. Übrigens, möchtest du die SSD vom iPhone trennen, dann ziehst du einfach den Stecker. Am iPhone muss die SSD nämlich nicht abgemeldet oder ausgeworfen werden, wie man das bei macOS oder Windows eigentlich tun sollte. Beim Filmen mit dem iPhone, da brauche ich Bewegungsfreiheit, besonders bei längeren Takes. Aus diesem Grund kann ich zwischen iPhone und der SSD von Samsung auch jederzeit ein längeres USB-Kabel installieren. Das habe ich jetzt hier zum Beispiel gemacht. Das ist 1 Meter lang und die SSD ist dabei bequem in meiner Jackentasche verstaut. Das ist natürlich deutlich komfortabler, als wenn ich die ganze Zeit mit einem kurzen Kabel die SSD in der Hand halten muss oder vielleicht auch mit Gaffer-Tape um mein iPhone herumwickle. Übrigens, wer die SSD doch gerne näher an der Kamera hat, es gibt auch spezielle Halterungen, um hier eine SSD dann direkt anzudocken. Ein wichtiger Hinweis, das iPhone nimmt bei angeschlossener T9 Samsung SSD direkt auf diese auf. Das bedeutet, am iPhone selbst wird da nichts zwischengespeichert. Aber zu deiner Sicherheit, das iPhone stoppt die Aufnahme sofort, solltest du aus Versehen an den Stecker gekommen sein, dass der rausrutscht. Da kann also nichts passieren, das iPhone meldet sich dann direkt bei dir. Mein Fazit, bist du viel unterwegs, dein iPhone hat immer chronischen Speichermangel oder du filmst sehr gerne und dann vielleicht auch noch in Apple ProRes,
dann ist die externe SSD T9 von Samsung ein absolutes Muss für dich. Ich selber war überrascht, wie einfach es damit ist, seinen Speicherplatz am iPhone zu vervielfachen, zumindest temporär. Und dazu kommt, dass du die SSD auch einfach zum schnellen Datentransfer nutzen kannst, statt über die Cloud zu gehen. In Geschwindigkeit, da heißt es ICE statt Regionalexpress, denn die Samsung, die überträgt mit bis zu 2000 MB pro Sekunde und das ist richtig fix. Und mit der 4 TB-Version, da hast du wirklich Platz für all deine Videos, für all deine Recordings und auch noch für all deine anderen Projekte. Von unserer Seite aus eine klare Empfehlung.